Ja, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit hat ja generell die Aufgabe, die Bevölkerung und auch spezielle Zielgruppen zu informieren über gesundheitliche Themen, Prävention, Gesundheitsförderung zu unterstützen. Und da ist natürlich das Anliegen, das der GRC hat, nämlich die Laienreanimationsquote in Deutschland anzuheben, auch unser Thema. Dieses nationale Aktionsbündnis ist eine Dachorganisation, die alle Aktivitäten der bisherigen Organisationen, Fachgesellschaften, Personen unterstützt, die gemeinsam mit diesem Ziel unterwegs sind, die Laienreanimationsquote in Deutschland anzuheben. Wir wissen, dass die Laienreanimationsquote in Deutschland schon deutlich gesteigert werden konnte in den vergangenen Jahren, auch durch Präsentmachung des Themas in der Öffentlichkeit. Aber wir wissen auch, dass jeder Dritte nur, wenn er zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt, sich traut, sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen. Und das können wir deutlich steigern, vor allem vor dem Hintergrund, dass etwa 45% aller Herz-Kreislauf-Stillstände sich im häuslichen Umfeld oder im Freundes- oder Bekanntenkreis abspielen. Und wenn da die Menschen die Ängste überwinden könnten, ihre Bedenken hintanstellen könnten und sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden, dann könnten wir 10.000 Menschenleben jedes Jahr zusätzlich retten. Der Appell ist, nicht vorbeigehen, sondern etwas tun. Prüfen, ob ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt, ob jemand noch atmet, ob er reagiert auf Reize, auf Ansprache, dann rufen die 112, die professionellen Helfer, und dann sofort anfangen zu drücken. Und diese 6 bis 8 Minuten, bis die Helfer vor Ort sind, zu überbrücken, mit der Aufrechterhaltung des Kreislaufs, Hände auf die Mitte des Brustkorbs, drücken 5 bis 6 Zentimeter tief in einer Frequenz von etwa 100 pro Minute. Das kann man sich sehr gut merken mit zum Beispiel Staying Alive in diesem Rhythmus oder Atemlos durch die Nacht. Da gibt es jede Menge Beispiele. Und das kann man sich vor Augen führen und dann nicht zögern, sofort etwas tun, keine Ängste haben. Denn Wiederbelebung ist kinderleicht. Jeder kann das, ob klein oder groß, man muss es tun.